Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Syndicate. Und wir spielen weiter noch die ersten Weltkriegsmissionen. Und ich glaube, wir sind so am Ende angekommen. Standort des finsteren Spionagekults entdeckt, der unsere Straßen heimsucht. Ihr kennt eure Befehle, Leute. Folgt ihr nach und lasst uns London von dieser Plage befreien. Gut, gut. Das bedeutet, wir müssen jetzt wieder zurücklaufen. Der finstere Spionagekult. Hört sich schon eine ziemlich schöne Umschreibung für die Deutschen. Wie sie auch gezeigt werden. Naja. Nein, nein, nein. So. Ach, da waren wir doch gerade schon. Wieso müssten wir wieder hin und zurück laufen? Naja. Oh, man sieht hier, wie ziemlich viel nachgeladen wird. Das kann eigentlich nicht sein. Ich habe einen guten PC und das ist eine SSD, wo das Ding drauf installiert ist. Und zwar eine gute SSD, keine billige. Und das sind 16 GB RAM im System, also... Ah, das ist das Hauptquartier schon. Gut. Wie komme ich denn jetzt hier rein? Der finstere Spionagekult ist nicht zu infiltrieren, weil er keine Tür hat, wo man reingehen könnte. Und auch nichts hätte... Hallo? Doch, er hat eine Tür. Die ist im Nachbarhaus. Ja. Sichtlich versteckt. Nein, er hat doch keine Tür. Wohl. Doch, er hat eine Tür. Die muss man nur aufschließen. Jetzt liegt es an Ihnen. Keine Ahnung, warum Sie Geheimnisse vor uns haben. Das Blatt beginnt sich zu wenden. Früher oder später finden Sie die Leichen. Habt ihr das auch bemerkt? Er hat so ein Schimmern in den Augen, als hätte er Gott gesehen. Diese Dokumente. Du bist tot! Du wie. Hab dich! Meine Geliebte ruft mich. Du wirst mich nicht aufhalten können. Meine Geliebte. Diese Frei Alarm! Ihr könnt mich nicht von meiner Geliebten trennen. Was? Hat er da. Ich brauche andere.
brauche etwas, womit ich ihn... Nein! Ich möchte da nicht hoch. Verdammt. Na gut, lassen wir es sein. Ich lasse mich davon. Erst musst du mich töten. Wenn du dein Leben schätzt, dann hältst du Abstand. Ich habe freie Sicht auf die Assassine. Ihr flankiert sie von rechts. Was hier eine Kugel? Ey! Aua! Ach, da ist noch einer. Hey! Wait! Das ist eine geile Idee. Ich muss ja den da unten töten, ne? Komm her, mein Lieber. Du schon wieder. Aber wieso sagt er du schon wieder? Denn ich habe doch alle getötet, die ich bis jetzt gesehen habe. Wieso kann er dann sich an mich erinnern? Aber... Zack. So macht man das. Exzellente Arbeit. Der Anführer ist tot, genau wie seine bizarren Jünger. War es das dann? Nun, wir haben immer noch Krieg. Dann haben wir ja beide Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Gehen Sie in dem Wissen, dass Sie unserem Land gut gedient haben. Danke. Ein Maya-Runenstock. Okay. Was hat Juno jetzt wieder zu plagen? Der Mann, den Lydia Fry tötete, war mein Gatte Aita. Wiedergeboren. In dieser Zeit bekannt als ein Weiser. Ich danke dir, dass du sein Schicksal aufgedeckt hast. Sein Muster wird dem meinen hinzugefügt. Vielleicht glaubst du, wie andere Assassinen vor dir, dass es deine Pflicht ist, mich zu bekämpfen. Aber bedenke dies. Es war ein Assassine, der mich aus meinem Kerker befreite. Ich bin nicht mehr länger die, die zum Warten verdammt ist. Ich bin die Mutter der Weisheit. Ich bin der Nexus aus Fleisch und Maschine. Ich bin Juno. Und wenn der größte Assassine deiner Generation sich meiner Sichtweise anschließt, dann kannst du das vielleicht auch. Wait. Also, die Vorläufer sozusagen lenken die Templer. Okay, das sagt jetzt alles aus. Naja. Ich werde jetzt wieder zurückreisen und das normale Spiel weitermachen. Aber das sagt vieles. Das erklärt eigentlich gar nichts und trotzdem alles. So. Ja. Geht's dir gut? Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich dachte, du wärst tot. Warte mal, bin ich... Ich bin schon wieder zurückgereist. Naja,
Ich würde sagen, wir machen noch den Aussichtspunkt da vorne. Da haben wir nämlich alle Aussichtspunkte. Und ich rüste nochmal Eevee ein bisschen auf. Und dann mal gucken, was es so gibt. Dann machen wir nächste Folge mit den normalen Episoden weiter. Und ich werde die auch irgendwie bestimmt irgendwie ausklammern oder so. Als die Weltkriegsfolgen. Runter mit dir. Hat jemand einen Abgang gemacht? Da muss ich halt schwimmen gehen. Wir sind hier nur noch 200 Meter. Naja. Wer weiß, was noch so kommt. So kommt, so kommt, so kommt, so kommt. Wer weiß das schon. So, noch 100. Ach, hallo? Kiste nehme ich natürlich gerne mit. Sonst schön weiterlaufen. Komm, wir haben nur 100 Meter. Parcourslauf nach unten. Das ist ein schöner Satz für ins Wasser springen. So. Und zum Aussichtspunkt. Habe ich noch einen Helix-Glitch mitgenommen? Das ist super. Erfolg freigeschaltet. Schornsteinfeger. Alle Aussichtspunkte freigeschaltet. Wie schön. So. Und damit gehen wir nochmal. Ich muss anonym sein und auf dem Boden stehen. Kiste. Guck mal eine an. So, jetzt aber. Inventar. Ha. Neue Waffen. Der Maya-Stock. Ne. Ich bleib bei meinem geilen Kuroyuki. Der hat zwar ein weniger Attacke, den hätte ich aber gekannt. Trotzdem erreichen sie. Ah, ich muss ja Loyalitätslevel erreichen. Gut, gut. Assassinenhandschuhe. Habe ich da vielleicht neue? Ja, der Gegenstand muss hergestellt werden. Das bedeutet, ich kann ihn nicht herstellen, wenn mein Feueropal fehlt. Monturen. Militärumhang. Erhöhen Sie den Schaden, den Sie mit Schusswaffen anrichten. Nein, ich lasse den Meister-Assassinen-Umhang an. Das Ding habe ich nie gebraucht. Wieso habe ich das gemacht? Egal. Bombenbürtel, Bolzenbürtel brauche ich nicht, aber ich kann mir neue Fähigkeiten holen. 4 oder 6. 4 plus 4.
nehme ich mir einen Vierer und demnächst noch einen Vierer und dann bin ich Level 9. So, Hinrichtung Adrenalin. Zack, jetzt habe ich drei, jetzt fehlt mir nur noch einer und dann läuft das Ganze auch. So, und damit würde ich sagen, was ich noch mal machen möchte, ist Inventar, nein, Gang Upgrades, gucken, ob ich hier noch was Schönes finde. Explosive Lieferung, Bombenrabatt, Einkommensrate, Schwarzmarkt, das brauche ich eigentlich alles nicht. Komm, bessere Kutschen in der Umgebung. Ja. Perfekt. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.